Hallo Leute, willkommen zurück zu Civilization 5 Brave New World mit dem fünften Part. Jetzt, wir müssen uns, oder was haben wir im letzten Part gemacht? Zwei wichtige Dinge. Einmal, wir haben die USA hier oben entdeckt, in Russland wohlgemerkt, und wir haben eine Religion gegründet. Und ja, wir müssen uns auch weiterhin überlegen, was für einen, also ein paar Sachen müssen wir uns momentan überlegen. Das eine wäre, welchen Sieg wollen wir erringen? Ja, wir haben als Venedig meiner Meinung nach zwei recht gute Siege, die wir erringen könnten. Ja, und einer ist auch nicht ganz schlecht. Ja, also der eine wäre der Tourismus-Sieg, wo wir unsere Kultur auf der Welt verbreiten müssen praktisch. Ja, das ist der erste Sieg, den wir erreichen könnten. Und der zweite wäre der Diplomatie-Sieg durch die guten Beziehungen zu anderen Ländern. Ich werde einfach, während ich jetzt ein bisschen rede, einfach weiterspielen und hier oben ein bisschen erkunden etc. Ja, ich denke, das stört keinen so wirklich. Und ja, da müssen wir uns überlegen, inwieweit wir welchen Sieg wir machen wollen. Der Diplomatie-Sieg können wir dann vor der UN eben uns zum Weltherrscher wählen lassen. Irgendwie so heißt es, glaube ich. Ja. Und bei dieser ganzen Sache. Und da, ich denke, das ist auch der Sieg, den ich anstreben möchte. Diesen Diplomatie-Sieg. Ich denke, das ist recht gut möglich bei uns als Venedig. Ja, gar nicht so viel Krieg führen, wie auch immer, sondern wirklich versuchen, diplomatisch einen Sieg davon zu tragen. Wird auch für mich recht spannend, weil ich normalerweise eigentlich immer den totalen Sieg mache. Ja, übertrieben gesagt, nein, ich mache halt normalerweise immer so ein bisschen diesen militärischen Sieg und nie so diese anderen Sachen, die man so machen kann. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass ich da mal schauen muss, wie wir das erreichen und so weiter. Und eine andere Sache für einen anderen Sieg wäre natürlich noch der wissenschaftliche Sieg, wenn der irgendwie Sinn macht, wie auch immer. Gell? Dann könnte man auch uns über einen wissenschaftlichen Sieg überlegen, je nachdem, das sieht man ja dann. Gell? So, aber jetzt schauen wir erstmal, wir können eine neue Politik einführen. Tradition haben wir komplett abgeschlossen mittlerweile, ja. Und jetzt haben wir auch noch zwei neue dazu. Einmal Ästhetik und Patronat. Unabhängigkeit, Ehre und Frömmigkeit wollen wir ja jetzt erstmal nicht machen. Ja. Nicht unbedingt brauche ich das gerade. Ja. Und Patronat. Gibt sehr viele Sachen, wie ich hier gerade sehe, mit Stadtstaaten. Ja. Das ist vielleicht gar nicht eine schlechte Idee, wenn wir tatsächlich auf Diplomatie gehen wollen. Kulturzentren, die schöne Kunst, Ästhetik hier, ja, ist auch nicht schlecht, aber ich denke, das ist eher was für Tourismus hier. Ich denke, wir gehen jetzt auf Patronat und schauen mal, wie wir das hinkriegen. Ja, das wird sicher ganz interessant werden. Des Weiteren war ja die Überlegung, was machen wir mit unserem großen Künstler? Ja? Das war ja so ein bisschen die Frage, der will offene Grenzen. Offene Grenzen vorschlagen. Ja, will er nicht. Okay, dann halt nicht. Das war halt so ein bisschen die Frage. Oh, einer ist im Mittelalter. Was wir mit dem großen Händler machen, wollen wir Laventa vielleicht per Handelsmission ausführen, wenn die, also das bringt ja hier, wenn die Einheit sich im Territorium eines Stadtstaates befindet, mit dem ihr euch nicht im Krieg befindet, könnt ihr den großen Händler offen und eine Handelsmission ausführen lassen. Auf diese Weise erhaltet ihr eine große Menge an Gold und verbessert eure Beziehung. Also nee, Stadtstaat kaufen war es. Der Händler von Venedig setzt sein beträchtliches Vermögen dazu ein, eine Stadtstaat zu kaufen und ihn als Marionettenstadt unter Venedigs Kontrolle zu bringen. Ihr erhaltet die Kontrolle über alle existenten Einheiten der kleineren Zivilisation. Ja, ich hatte jetzt echt die Frage, wie das dann im Großen und Ganzen dann auch aussieht. Gell? Ich würde halt schon gern wissen, wenn ich den jetzt da hochschicke oder hier runter oder wie auch immer, was das bringt. Und dann ist halt natürlich die Frage, zu welcher Stadt wir den schicken. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das ein bisschen überlegt und ich finde es momentan eigentlich recht sinnvoll, wenn wir hingehen würden und eher hier unten, entweder Almaty oder Jerusalem, bisschen ja zu einem Marionettenstaat machen und Laventa später mal militärisch zum Marionettenstaat zu machen. Alleine aus dem Grund, weil wenn wir eben hier oben
können wir guten Angriff führen. Ja, da brauchen wir nur hier langlaufen, wie auch immer. Und da unten ist tatsächlich so, da müssen wir irgendwie ganz doof angreifen. Gell? Das ist natürlich ein Nachteil, wie auch immer. Gell? Also da müssten wir dann erstmal unsere Truppen hier irgendwo hinsetzen, wie auch immer. Erstmal schauen, was können wir denn als neue Sache bauen? Ich denke, eine Bibliothek ist eine ganz nette Sache. Glaube ich ja. Was bringt das schon hier so? Nee, Bibliothek plus eine Wissenschaft für jeweils zwei Bürger in dieser Stadt, das ist eine coole Sache. Und jetzt haben wir hier noch so einen Frachter freigeschalten, mit dem wir unseren Handelsweg einrichten können. Die Frage ist, wo können wir denn überall hin? Aha. Reichweite 20 Felder kommt er momentan nur, ja. Deswegen kommt er auch noch nicht nach da oben, vermutlich. Das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal auch da nach oben kommen könnte. Weiß ich nicht. Wäre ja schon cool eigentlich, wenn wir mit ein paar mehr Städten noch handeln könnten, weil über Seeweg geht es ja irgendwie nicht. Aber 9 Gold pro Runde bekommen wir hier dafür. Ja, auf jeden Fall hauen wir da mal rein. Vielleicht ist es einfach gerade auch irgendwie die Map ist auch nicht so wahnsinnig super für uns gerade, ja, also unsere Position und keine Städte so wirklich in der Nähe. Klar, Laventa, warum auch immer das mit den Karawanen nicht funktioniert, ich habe keinen Plan. Würde mich mal interessieren, vielleicht habt ihr eine Idee. Ja, gut, ansonsten schauen wir mal geschwind in die Stadt rein. Verwaltung der Bürger. So, da haben wir eine Verwaltung, da haben wir. Ja, wir haben ja mittlerweile 11 Bürger in dieser Stadt. Das haut schon ziemlich rein, ja. Und unsere Stadt ist auch noch zufrieden und glücklich. Das ist eine schöne Sache. Plus 18 hier oben gerade. Das ist auf jeden Fall schön. So. Königreich für ein Pferd. So. Genau. Mein Königreich für ein Pferd. Was machen wir weiter hier an dieser Stelle? Oh, Philosophie hört sich gar nicht schlecht an, gell? Staatliche Hochschule. Kultur 1, Wissenschaft plus 50%, Wissenschaft plus 3. Bibliothek in allen Städten erforderlich. Je mehr Städte ein Reich hat, desto höher sind die Kosten. Ja gut, wir haben ja nur eine. Gilde ist natürlich auch nicht schlecht fürs Geld, gell? Aber so wahnsinnig super brauchen wir das eigentlich gerade gar nicht. Ich denke, wir gehen mal auf Philosophie. Und hier scheint ein Stadtstaat zu sein, richtig. Antananarivo oder so, kein Plan. Antananarivo, okay, cool. Wie auch immer. So, dann möchte ich gerne mal. Da haben wir ja ein Barbarenlager, ja, da möchte ich nicht unbedingt jetzt gerade meinen Typen alleine runterschicken. Jetzt schicke ich hier mal eine Einheit runter und eine zweite Einheit dahin. Und sobald dann die Barbaren platt sind, können wir dann mal da unseren Ding hinsetzen. Da können wir da mal unseren Typen, wie heißt der hier, unseren großen Händler hinsetzen. Wie auch immer. Ja, dann können wir gerade mal schauen, was bauen wir denn hier mit unserem Bautrupp. Wir könnten hier irgendwas hinbauen. Leider hat es ja da hinten irgendwie nicht geklappt. Das funktioniert ja leider nicht mit diesem Teil hier. Könnten natürlich hier was draufbauen noch. Oder ich glaube, hier an dem Fluss kann man doch irgendwas Vernünftiges bauen. Geht es jetzt schon oder erst später? Oder wie ist das? Mal schauen. Einheit benötigt Befehle natürlich mal wieder. Gut. Würde mich echt mal interessieren, jetzt möchte ich da gerade mal schauen. Oh, weg. Haha. Gut, okay. Unser Schiff können wir gerade mal weiterschicken. Da möchte ich mich jetzt gerade nicht unbedingt auf den Kampf einlassen. Oh, wen haben wir jetzt السلطان entdeckt? ديال مراكش احمد المنصور باسم الشعب ديالي كان رحب بكم Hi. Auch, ja, freut mich, grüß dich. Okay, damit haben wir jetzt schon zwei Länder entdeckt.
Das ist eigentlich auch mal nicht ganz uninteressant. Hier gibt es doch irgendwo so eine Siegfortschrittleiste, gell? Wissenschaftlicher Fortschritt, ja. Abgeordnete benötigt für Weltherrschaft 28 Abgeordnete unter eurer Kontrolle 0. Kultur seit 0%, 0%. Ja, gut. Da gab es doch irgendwo so eine Liste: Weltwirtschaftsübersicht, Siegfortschritt, Religionsübersicht, Ratschläge, Militär, bla bla bla. Benachrichtigungslog, Demografie ist auch nicht. Handelsweg, Militärübersicht, Ratschläge. Handelswegübersicht sieht man leider nur diese Sache hier. Wäre schön, wenn man da noch ein bisschen mehr Infos kriegen würde. Ja, blöd. Blöd, ja. Ah, okay, die haben die unter ihrem Schutz da. Die können wir mal bereitstellen. Hier möchte ich mal ganz kurz gerne gucken. Irgendwie hat es hier die Minen vorhin nicht so wirklich gebaut. Dann bauen wir die hier einfach mal nochmal drauf. Das hat mich ja vorhin schon gewundert, weil wir ja hier drei, da drei kriegen, aber hier nur zwei bekommen haben. Dann möchte ich mal hier den da runter schicken. Oder gibt es dann da irgendwann mal noch was anderes? Naja, jetzt schicke ich den einfach mal da runter. Wir können ja schon eh nichts wahnsinnig mit dem tun. So. Oh. Приветствую тебя, незнакомец. Если ты... Russland ist damit also die vierte Nation im Bunde. Und die sind wo? Ah, hier haben wir sie gerade entdeckt, eine Einheit von denen. Ist natürlich die Frage ein bisschen, wo weit die dann natürlich sind. Können wir da außen rumfahren? Das ist ja kompliziert. Können uns etwas in dieser Stadt hier kaufen für Glauben. Okay, ja, das lohnt sich jetzt gerade für die Bibliothek. Die nächste Runde fertig ist nicht unbedingt. Ja, die Botschaft können wir auf jeden Fall mal annehmen. Gute Beziehungen zu allen Ländern sind herzlich willkommen. Moskau ist also hier drüben in Europa sollte, ja, natürlich Europa. Ist das Spanien oder so? Das sieht man gerade so schlecht. Ja, irgendwie noch. Aber könnte gut sein. Hier müssen wir mal unsere Leute schön zurückziehen. Plus eine Nahrung gibt das hier auch nur. Sind hier irgendwo wieder Barbaren? Ah, da hinten ist wieder ein Barbarenlager entstanden. Wunderbar. Produktion wählen. Was holen wir uns für eine Produktion? Karawanenhof, 50% erhöhte Reichweite. Das probieren wir mal. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht doch irgendwann mal nach da oben kommen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber eigentlich sind es weniger als 20 Felder. Produktion ändern. Bautrupp Karawane. Ihr könnt diese nicht, weil es keine verfügbaren Landhandelswege gibt. Ich komme darauf einfach nicht so ganz klar, um ehrlich zu sein. Ich freue mich ja schon ein bisschen auf den nächsten Bericht, wie auch immer, wenn dann mal kommt, wer denn so momentan das größte, die meisten Punkte an Ländern hat, weil wenn eben bis 2050 keine Sache abgeschlossen ist, kein Sieg, dann ist es so, dass der mit den meisten Punkten gewinnt, dann ist ein Punktsieg. Habe es, glaube ich, auch so eingestellt gehabt. Ja, dann können wir die hier mal ausruhen lassen. Mein Sieg in unserem oder in meinem ersten richtigen längerem Spiel wäre ja schon eine coole Sache, gell? Wenigstens ein Punktsieg. Aber ich denke, es wäre auch kein wirklicher Beinbruch, wenn wir diesen Punktsieg nicht schaffen sollten, wie auch immer, gell? Also, ich fände es zumindest jetzt nicht ganz so übel. Können natürlich jetzt gerade nicht mehr angreifen, ist auch klar. Was sind das hier für welche? Ach, das ist schon zur Fracht, oder? Warum funktioniert denn das hier nicht? Das ist irgendwie ein bisschen buggy, kann es sein? Bauen wir halt nochmal. Jetzt muss man hier dieses Piratenschiff kurz angreifen. Eigentlich können wir es auch versenken, geschwind, außer es geht jetzt wieder weg.
Das nervt doch ein bisschen. Oh, jetzt kommt ein anderes. Oh, das sind aber viele hier. Die Völker, die am meisten lachen. Ja gut, okay. Zumindest nur die Dritten, die Russen lachen ja eh nie, gell? Haben die so viel Leben regeneriert, innerhalb von einer Runde gerade, ist aber heftig. Oh, da oben nochmal ein Barbarenlager. Die sind ja böse momentan, die Gegner. Hier diesen Produktion beschleunigen, auch für die große Persönlichkeit, dann brauchen wir auch noch nicht. Brauchen wir mal irgendein fettes Gebäude, dann können wir das irgendwann vielleicht mal gebrauchen. Wir brauchen auf jeden Fall hier mal Speerkämpfer, wenn da so viele Bogen, so viele Dings unterwegs sind momentan. Na, hier können wir sogar angreifen. Das würde uns leider nicht retten mit unseren Leuten hier. Ziehen wir die Quinn so zurück und dann ziehen wir uns hier zurück. Ist die Frage, ob die so weit kommen, hier die Reiter, aber wahrscheinlich schon. So. Greifen auch nochmal hier unten an. Lassen die hier pennen wieder und greifen auch hier an, an der Stelle. Ja, ich denke, nächste Runde war es das dann. Offene Grenzen. Ich hätte halt eben auch gerne offene Grenzen. Und können wir uns irgendwie dazu einigen, dass ihr ein paar Runden lang ein Gold dafür bekommt, meinetwegen? Dieser Vorschlag ist annehmbar. Ja, wir wollen einfach mal die eine Politik der offenen Grenzen hier durchführen mit allen um uns rum. So ein bisschen, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir uns hier unten mit dem Schiffle machen. Auf jeden Fall 50 TP halten, heilen, wahrscheinlich ist das nämlich ein bisschen im Arsch. So, ich glaube eh nicht, dass es jetzt so lange überleben wird da unten noch. Und jetzt haben die hier zwei meiner Dings kaputt gemacht. Moment, einmal hier angreifen kurz. Ding haben wir bekommen. Die mögen uns jetzt hier ganz ganz doll. Dem haben wir jetzt auch noch ein Schutzversprechen. Den da unten auch. So, dann können wir die heilen und bei denen geht es ja gerade nicht, leider. Die lassen wir mal hier in Bereitschaft stehen. Mit denen hier schießen wir jetzt erstmal hier auf die Reiter. Hoffe, dass sich das Problem jetzt endlich erledigt hier. Immer noch nicht gehen die kaputt hier. Ja, nach dem Karawanenhof kommt auf jeden Fall mal eine Einheit Speerträger, ganz wichtig. Weil die Reiter gehen einem doch ein bisschen auf die Nerven. So, jetzt sind die auf jeden Fall mal im Eimer. Und wir können uns hier drüben in Bewegung setzen. Wir bekommen dann schon das nächste Kriegsschiff der Gegner. Und wir haben es erfolgreich versenkt. Wunderbar. Können dann hier auf Bereitschaft gehen. Habe ich das nicht gerade eben schon? Ach, nächste Runde oder was? Ah, natürlich. Modernisierung reparieren. Können dann hier auf Heilen gehen auch. Wunderbar. So. Ach ja, die natürlich... Auch nach da oben. Da war mal ein Bauernhof, aber der Bauernhof ist ja auch ein bisschen kaputt. Ja, machen wir es mal so. Warum eigentlich immer an diesen zwei Stellen so doofe Barbaren? Nein. Es wurde auch noch einer unserer Zivilisten gefangen genommen, das war ja irgendwie mal wieder klar. Ist das ja eigentlich dann Australien vermutlich, oder? Gehen wir davon aus. Was machen wir denn mit denen jetzt hier? Wir sollten sie fast mal heilen, weil die werden das nicht mehr so lang machen. Und wir können eine neue Forschung
uns überlegen. Wir könnten natürlich mal ins Mittelalter wechseln und bräuchten davon natürlich irgendwas hiervon. Zur anderen Seite würde ich auch gerne mal, gucken wir mal, dass wir hier dieses Bauwesen und so weiter machen, dass wir die komplette Klassik auch abgeschlossen haben. Gehen dann mal mit denen hier rauf und modernisieren hier wieder. Mit denen ziehen wir uns mal ein Stückchen zurück und greifen dann die Reiter an. Jetzt werden die wahrscheinlich gleich die Truppen hier angreifen, das ist echt doof gerade. Nächste Runde, noch einmal. Ja, natürlich ist das Australien was eine Frage. So. Bereitschaft machen wir hier mal und die können wir eigentlich wieder zurückschippern lassen. Wir brauchen die Truppen gerade unbedingt da oben auch. Ja. Perfekt, okay, gut. Und die können wir ruhig mal noch kurz da stehen lassen. Ansonsten nächste Runde. Achso, da fällt mir gerade ein, wir wollten ja das ja eigentlich auch noch machen, gell? Schicken wir den mal da runter jetzt. Heilen die hier mal. Nächste Runde. So. Unten haben wir ja brutal viele. Das ist drei Stück, drei Ruinen. Hier ist eine und da ist eine. Okay, das da oben nicht, ja. Eigentlich schon cool, da könnten wir auch mal Truppen hinschicken. Es lohnt sich ja eigentlich schon sowas mal sich zu holen. Solche Ruinen. Wo haben wir denn nochmal welche? Wir hatten doch hier unten auch noch welche, richtig? Ja, hier hat man noch welche, da können wir mal die schön hinschicken. Die schicken wir da oben hin zum Reparieren. Von wem wird Jerusalem angegriffen? Von irgendwelchen Barbaren, oder? Ja, Barbaren. Haben wir gerade leider unsere Truppen abgezogen, das ist natürlich doof. Auch hier können wir die ganzen Piraten angreifen. Nenne ich sie jetzt einfach mal Piraten, ja. Modernisierung reparieren. Hier haben wir den jetzt soweit fertig, dann schicke ich den jetzt mal darüber. Produktion wählen. Was holen wir uns denn für eine neue Produktion? Schriftstellergilde. Ach nee, genau. Wir wollten ja die staatliche Hochschule uns holen, weil die so gut Wissenschaftspunkte und so weiter noch dazu gab. Und wir sind ja irgendwie ein bisschen doof hinterher, hier was Wissenschaft angeht, weil ja andere schon weiter sind. Es kann aber auch natürlich sein, dass sie dafür andere Technologien nicht erforscht haben. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne mal da ein bisschen höher gehen. Wir haben recht viel Bevölkerung eigentlich. Wir haben 12, die haben nur 10, die haben auch 10, ja. Ist eigentlich ganz nett. Würde ich mal sagen. So, dann ja, können wir da oben mal einen Angriff starten. Achso, wir wollten doch eigentlich einen Speerträger rekrutieren. Naja, das kriegen sie ja momentan auch noch so hin. Also ist nicht unbedingt so tragisch, wenn wir das jetzt anders machen. Aber bevor wir die Runde beenden, noch hier einmal diese Ruinen. Teil der Umgebung. Das hat mir jetzt ein Profil gebracht. Wow. Well done. Da sind nochmal Barbaren. Das ist halt doof hier, gell? Da müssen wir mal abwarten. Vielleicht schaffen wir es ja auch mit dieser einen Einheit dann, die Barbaren platt zu machen, aber da müssen wir mal schauen. Ansonsten kommen, schicken wir halt einfach nochmal die Truppen da runter, um unsere Stadtstaaten da unten ein bisschen zu bewachen. Was wollen eigentlich die hier oben so von uns? Sie möchten Barbarenlager. Die vorherrschende Religion, ihr solltet die Einheit große Künstler auswählen. Barbareneinheiten, ja gut, die kriegt man ja eigentlich auch ganz gut hin. Lass mal hier. Ach, die können gerade gar nicht angreifen. Und in der Sierung reparieren immer noch. Macht er das mal bitte.
Nächste Runde. Ich hoffe mal, dass die das hier irgendwann mal machen. Warum wird denn das nicht repariert? Die Botschaft annehmen können wir auf jeden Fall wieder. Klar, machen wir. Oh, da kommen jetzt auch noch Bogenschützen. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es rund gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Na, der Goethe. Ja, das war jetzt in den letzten Wochen in Deutsch mein absolut bester Freund. Ja. Mit seinen ganzen Gedichten. Naturgedichten, Naturlyrik. Aber ich will mich ja nicht beschweren, gell? So. Holen uns jetzt die Gilden oder noch die Eisenverarbeitung? Wir haben sogar in unserem Gebiet zwei Eisen. Woher denn? Gute Frage. Naja, vielleicht auch von dem Stadtstaat da unten? Nee, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir zwei Eisen, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, gehen wir halt mal auf Eisenverarbeitung noch. Ja, das passt schon, oder? Oder Ostindien-Kompanie. Ach komm, holen wir uns die Gilden, dann gehen wir auch ins Mittelalter endlich mal. Das war schon mal ein guter Schuss da oben, gerade rein in die Gegner. Das mit diesem Stadtstaat übernehmen möchte ich dann am besten im nächsten Part machen. Da haben wir dann auch Zeit für eventuelles Neuladen, falls das irgendwie nicht so ganz klappt, wie ich das haben möchte. Ansonsten geben wir denen hier mal den Heilungsbefehl und dann können wir noch da außen ein bisschen rumfahren vielleicht, ja. Und hier oben haben sie es jetzt endlich repariert. Jawohl, könnt die da mal darüber schicken. Und ja, der nervt immer noch rum da unten. Wir haben keine Fortbewegungspunkte mehr. Dann würde ich mal sagen, danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Habt euch nicht allzu viel über mein Spielen aufgeregt, wie ich als ja nicht so erfahrener Ziv-Spieler hier gespielt habe. Ich hoffe, wie gesagt, es war gut anzusehen. Hoffe, ihr habt noch Tipps für mich oder einfach ein bisschen, wie ihr es einfach fandet. Wie auch immer, schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und bleibt dabei und schaut auch morgen wieder rein beim nächsten Video. Ja, momentan schaffe ich es ja Gott sei Dank irgendwie jeden Tag ein Video zu bringen. Das ist ja auch gut möglich, ja, muss man sagen, gerade geht's eigentlich, obwohl ich trotzdem auch lernen muss und so, aber ja, ist okay, geht alles und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal noch einmal. Ciao Leute!